ständig wandelnde Schullandschaft geführt und hast deine Schüler bestens auf die Schule des Lebens vorbereitet. Und gerade aktuell gibt es ja jetzt Koalitionsverhandlungen über den richtigen Weg in der Bildungspolitik. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mit Herrn Koch darüber zu diskutieren und mit anderen. Ich glaube, ich habe dadurch noch einen größeren Einblick gewonnen, wie schwierig es ist, unter den gesetzten Rahmenbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer und für Schulleitungen auch ihren Dienst zu tun und ihren Schülern das zu geben, was sie brauchen, die beste Bildung und beste Chancen für ihren Freizeitleben auch führen kann. Unser städtisches Gymnasium, Geschwister Scholl, hat unter der Leitung von Karin Rüttger also 19 gute Jahre erlebt. Die Schule ist heute bestens aufgestellt und kann sich als gleichberechtigte Partnerin und auf Augenhöhe mit dem benachbarten Albert Schweitzer Gymnasium sehen und zu einer Schule fusionieren. Du hast, liebe Karin, auch diesen Prozess aktiv und konstruktiv begleitet und auch vorbereitet. Ich kann dir als Bürgermeister versichern, dass du guten Gewissens und mit einem beruhigenden Gefühl Abschied von deinem GSG nehmen kannst und dass vieles von dem, was du in den letzten Jahren angeschlossen hast, was du vollbracht hast, was du vorbereitet hast für die Fusion, fortgeschehen kann und fortwirken kann. Und ich bin mir ganz sicher, mit der Kraft der zwei Schulen, der Platz auch mit dem Deutschen Schulpreis, da bin ich mir sehr sicher, das schaffen wir nochmal. Meine Damen und Herren, Frau Rüttger, Karin Rüttger hat einmal bedauert, dass die Jahre des Nationalsozialismus in ihrer eigenen Schulzeit offensichtlich kein Thema im Unterricht waren. Schulaufsicht hat irgendjemand nicht aufgepasst. Und dass sie von Herrn besonders stolz war, an einer Schule Schulleiterin zu sein, die diesen wichtigen Namen trägt, den Namen der Geschwister Sophie und Hans Scholl. Und das kann ich gut nachvollziehen, liebe Karin. Wir sind stolz darauf, dass wir eine Schulleiterin hatten, die dieses wichtige Gymnasium, das Geschwister Scholl Gymnasium, in den vergangenen 19 Jahren mit so viel Herzblut und mit so viel Engagement geführt hat und dieses Haus zu einer so anerkannten und angesehenen Bildungseinrichtung profiliert hat. Meine Damen und Herren, wir können heute ohne jede Einschränkung feststellen, die damalige Wahl von Karin Rüttger zur Leiterin des Hauses, dieses GSG, war eine weise und eine gute Wahl für Mara. Liebe Karin, von Theodor Fontane stammt das folgende Zitat. Abschiedsworte müssen kurz sein wie eine Liebeserklärung. Nun, ich bin bei der Formulierung von Liebeserklärung, sehr zum Bedauern meiner Gattin, wahrscheinlich nicht so besonders eloquent. Versuche mich an dieser Stelle aber ganz kurz zu fassen und sage nur, vielen herzlichen Dank für die engagierte und konstruktive Zusammenarbeit. Vielen Dank für alles, was du für unser DFG und damit für unsere Stadt geleistet hast.